Ja, moin, Freunde. Dann sehen wir uns ja doch noch im alten Jahr. Ich hoffe, ihr könnt mich erkennen. Ja, richtig. Es ist nicht abends, nein, es ist früh. Ich bin heute noch mal früher aufgestanden, um vielleicht den einen oder anderen beim Frühstück zu stören oder vielleicht von meinem Frühstück zu faszinieren. Jetzt erstmal die Regenjacke an, weil es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt bloß schlechte Kleidung. Ihr seht vielleicht, es regnet ein bisschen, aber tut der Sache keinen Abriss. Ich packe jetzt erstmal in aller Ruhe aus und dann erkläre ich euch, wie ich hier vorgehe, wo ich hier bin, was ich hier mache, wie lange ich bleibe, etc. pp. Also, dranbleiben. Unglaublich, was für ein schönes Wasser. Man sieht es vielleicht ein bisschen mit Like-Ausschlag. Nichtsdestotrotz. Geil. Was für ein erfolgreiches Jahr bis jetzt. Absolut geiles Tier. Eben eingestiegen, so Blumenquote. Ja, man hat mit allen Rechnungen zu tun. 15 Meter? Preisfrage. Was hat er gebissen? Ja. 55 cm. Meine erste Barbe gebissen nach weniger als ein. Mütze richten, passt perfekt. So, entschuldigt den stürmischen Anfang heute früh, aber ihr werdet wissen, ich mache mal ein bisschen so. So, ihr werdet wissen, dass wenn man früh ins Wasser kommt, früh aufsteht, dann müssen die Ruten ins Wasser. Weil man muss die ersten Stunden nutzen, wenn man schon früh aufsteht. Heute früh hat um 6 Uhr Wecker geklingelt und deswegen muss es ein bisschen stürmisch heute anfangen. Das erste, was ich gemacht habe, war auf jeden Fall das Zelt, weil bei dem Wetter, nee, da musst du nicht, komm mal, so mal, musst du nicht draußen sitzen. Deswegen Ruten raus, Popo ins Trockene, genau, und dann ging die Reise los. So, die Angeln sind jetzt auch im Wasser. Ich angle, wie ihr von mir wisst wahrscheinlich, ihr werdet es kennen, eine mit Futterkorb auf Friedfisch mit Dampe und eine mit Köderfisch. So, da würde ich euch jetzt mal was zur Friedfischmontage sagen. Und zwar, wie immer, ihr kennt es, Anti-Tangle-Boom, 100 Gramm Futterkorb. Das Futter an sich, wer es noch nicht gekannt hat oder wer es noch nicht kennt von mir, ist eine Kombination aufs Helle und aufs Dunkel. Ich zeige euch das mal, wie das dann farblich aussieht. So. Sieht ein bisschen aus wie nichts. Ist aber für mich, habe ich so ein bisschen selber für mich rausgefunden, so ein bisschen nicht zu viel, nicht zu wenig des Guten. Also ich habe da jetzt einen Allround-Futter dunkel genommen und einen, ich glaube, das ist Barbenfutter in hell. Also mir ging es bloß um die Hell-Dunkel-Kombination. Wäre dieses Barbenfutter jetzt auch Allround gewesen, hätte ich das auch genommen. Aber ich bin da nicht einer, der da jetzt unbedingt auf jede Geschmacksrichtung achtet. Mir geht es bloß um den Hell-Dunkel-Kontrast. Und wenn er bei beiden Allround stehen würde, würde ich es auch nehmen. Also ich habe da für mich jetzt, weiß ich nicht, noch keine Geschmacksrichtung für gut oder für schlecht empfinden können. Die einen sagen, im Frühjahr nimmst du es so, im Sommer nimmst du es so, im Herbst nimmst du es so. Ich mache das lieber ein bisschen einfacher. Ihr seht ja, was ich fange und was ich nicht fange. Das spricht ja dann für oder gegen sich, ne? Also von daher, alles gut. Hier ist auch die Besonderheit, was mir auch so jetzt im Nachgang mal so ein bisschen aufgefallen ist, weil ihr habt jetzt so in den letzten Videos auch so gerade so, was das Köderfisch angeht, mitbekommen. Ich habe immer ein bisschen dazugelernt. Hier so ein bisschen, da ein bisschen. Hier ist es bei mir, also hier finde ich es ja persönlich wichtig, dass hier dieser Selbsthakeffekt zieht. Macht er ja auch, weil wir haben ja 100 Gramm Futterkorb und hier bloß 10 cm langes Vorfach, dass wenn der Fisch beißt, der hat einen Haken im Maul. Anders beim Köderfischangeln. Da mache ich es jetzt so. Ich taste mich mit weniger Grundblei ran an diesen Fluss, wo wir gerade sind. Ich fange zum Beispiel mit 40 Gramm an. Wenn ich sehe, der Köder bleibt am Ort und Stelle liegen, dann nehme ich die 40 Gramm auf. Ich fange nicht erst mit 100 Gramm an, weil ich sage, da liegt ja sicher. Nein, ich mache weniger. Hier in der Hinsicht ist mehr, weil, ihr habt das aus der Vergangenheit gesehen oder auch gehört von uns, die Bisse, das sind keine Köderfischbisse, wie es hier beißt. Also
Ich spreche jetzt mal von dem letzten Zander, das hat Robert auch ganz gut gesagt. Da hat manche Prasse. Er hat doch reingehauen in die Rute als dieser Biss. Von daher, die Devise weniger ist mehr. Wenn die Montage an Ort und Stelle liegt, dann habt ihr bis 40 Gramm dran, dann habt ihr 40 Gramm dran. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, also ich bin auch kein Profi. Ihr könnt euch das mitnehmen, was ihr dafür richtig empfindet. Aber ich finde es weniger als mehr in der Hinsicht. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich da so vorsichtig an die Sache mit Köderfischangeln rangehe. Aber der Erfolg spricht entweder, wie ich schon so sagte, für oder gegen mich. Ne? Ja, das dazu, genau. Dann haben wir hier noch, hatten wir auch in einem der letzten Kommentaren gehabt, das Vorfach mit der Schraube. Ich hoffe, man kann es erkennen, kann man. Ganz einfache Geschichte, da kannst du deinen Dumbbell dann einfach bloß auf die Schraube raufstecken und das Ding hält und brummt. So nach 2-3 Stunden kann man diesen Dumbbell mal wechseln, um die Geruchsstoffe dann eventuell noch mal ein bisschen neu hervorzuheben. Machen wir ganz gerne so und ja, das dazu. Ansonsten habe ich hier meine Perle, um den Knoten zu schützen, den Wirbel, ihr wisst's. Das brauche ich euch alles nicht noch mal zeigen. Gut, das dazu. Ja, nee, im Endeffekt hoffe ich, ihr habt alle eine schöne Weihnachtszeit gehabt, habt die Zeit mit euren Liebsten verbracht. Das ist das Wichtigste und noch wichtiger sind nicht die Geschenke, sondern die Gesundheit, weil die kann man sich nicht schenken. Ich hoffe, ihr seid alle fit und munter und habt alle schön reichlich gegessen und getrunken. Das haben wir alle gemacht, da bin ich mir sicher. Und ja, jetzt hoffe ich ja, dass das Wetter ein bisschen sich bessert, weil ihr wahrscheinlich auch hört, es regnet noch. Aber was ich euch dann nachher noch zeigen möchte, wenn das Wetter so ein bisschen aufklart, dann brauche ich aber ein bisschen trockenen Himmel. Ihr wisst, was ich meine, es soll ja trocken sein, weil ich dafür dann mein Handy brauche. Ich möchte euch ganz einfach zeigen, was das hier ist. Wer es noch nicht kennt, das ist ein Dieber. Der Dieber ist sozusagen das Echolot fürs Handy vom Ufer aus. Macht sich jetzt am Fluss vielleicht nicht so gut, aber dazu erzähle ich dann später auf jeden Fall mehr. Wir haben es jetzt noch früh am Morgen. Ich werde auf jeden Fall den ganzen Tag bleiben und mal gucken, ob es vielleicht ein bisschen besser läuft wie beim letzten Mal. Wir hatten jetzt ein paar Tage wärmere Temperaturen als bei den letzten Gegebenheiten, weil da war es knackig kalt. Vielleicht wirkt sich das auch aufs Beißverhalten aus. Wie gesagt, ich bleibe den ganzen Tag. Wenn es dann jetzt im Laufe des Tages doch noch besser beißen sollte, dann bleibe ich auch länger. Das mache ich auf jeden Fall. Dann gehe ich ein bisschen ins Dunkelwerden hinein. Aber ansonsten, was willst du denn hier noch sitzen? Ne? Das ist es ja auch. Ja, nee, dann auf jeden Fall schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann beginnen wir mal die Reise zum letzten Ritt im letzten Jahr. So, Freunde der musikalischen Musik, ich stelle euch erstmal ein bisschen gerade. So, ist schon besser. Genau, also wir haben es jetzt ungefähr Mittag, konnten leider noch nichts fangen, aber sei es drum, wir haben noch ein bisschen Zeit. Blöder LKW. Wir haben noch ein bisschen Zeit und die Zeit würde ich jetzt gerne nutzen, in der Zeit, wo es nicht beißt, um euch den sogenannten Dieber Chirp mal vorzustellen. Das soll jetzt keine Werbung für irgendwas sein, also schon gar nicht für das Gerät, sondern bloß eine, vielleicht, man kann es ja als Empfehlung nehmen, ob man vielleicht Bock hat, sich das Gerät mal zu kaufen oder nicht. Also wie ich schon anfangs sagte, das ist sozusagen das Echolot vom Ufer aus. Da gibt es eine App fürs Handy, damit könnt ihr das per WLAN verbinden. Ist eine ganz einfache Sache, schaut euch dazu Videos an bei YouTube, da wird euch auf jeden Fall sehr geholfen dabei. Wer Interesse hat, sich das Gerät zu kaufen, ich möchte euch dann mal was zeigen. Hier kann sich gerne, wer möchte, jemand mal ein Screenshot machen. Es sind halt so die technischen Daten zu dem Gerät. Also das Gerät selber wiegt etwa 90 Gramm. Du kannst damit, glaube ich, bis zu 100 Meter weit auswerfen, ohne dass die Verbindung zwischen
dem Deeper und deinem Handy unterbricht. Und es hat, glaube ich, eine Tiefe von um die 80 Meter für den Scan-Bereich, den man sich dann abscannen kann. Ihr könnt euch, wie gesagt, wie ich gerade gezeigt habe, gerne mal einen Screenshot machen davon. Da habt ihr die technischen Daten. Preistechnisch weiß ich jetzt gar nicht, bei wie viel sich das jetzt mittlerweile bewegt. Ich habe das, glaube ich, damals im Winterbundle gekauft, so für um die 200 Euro. Da gab es noch einen schönen Thermobecher und eine schönen Halswärmer dazu. Super Sache, den ich jetzt auch noch verwende. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen, gerade zu der jetzigen Jahreszeit. Ja, das dazu. Also wie gesagt, das ist jetzt gerade, wie ich schon sagte, keine Werbung, sondern bloß so ein bisschen auch so ein bisschen Unterbrückung für euch, dass ihr dann vielleicht auch mal was anderes seht, und das macht er jetzt. So, ich werde euch das Gerät jetzt gleich mal zeigen am Fluss. Empfehlungswert wäre es nicht, dieses Gerät am Fluss zu testen, weil wenn euch das Ding von der Schnur abreißt, da liegen mal ganz viel, ein paar hundert Euro im Wasser. Deswegen, ich mache das jetzt bloß zum Vorführzwecken. Wir selber haben das Gerät hier schon getestet. Aber bloß um einmal zu sehen, wo die Kanten sind, wie tief es wo ist. Und dafür eignet sich das Gerät wirklich perfekt. Gut, das dazu wollte ich euch noch was dazu sagen. Ja genau, wie gesagt, vermeidet es am Fluss. Weil wenn es wegtreibt, dann treibt es weg. Nimmt es an Stillgewässern. Ihr könnt das Gerät auch ans Boot festmachen. Da gibt es auch spezielle Halterung dafür. Und man hat hier drei verschiedene Ösen sozusagen, wo man diese Schraube festmachen kann. Das ist jetzt die Öse zum Auswerfen sozusagen. Das müsste die Öse dafür sein vom Boot. Und das hier zum Vertikalangeln. So oder so ähnlich ist es ungefähr richtig. Wie gesagt, ich weiß das auch nicht mehr genau. Ich habe mich da vor anderthalb Jahren, wo ich mir das Gerät gekauft habe, so ein bisschen belesen. Und habe für sehr gut empfunden, weil die Kommentare auch eine sehr gute Resonanz darüber gegeben haben. Deswegen, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich werde euch das Ding jetzt mal in Aktion zeigen und dann seht selbst. So, ich am Wasser mit Deeper. Hier ist das Gerät. Wie gesagt, stabile Rute, stabile geflochtene Schnur. Ich werde den Deeper jetzt mal auf die Höhe meiner Montagen schmeißen und dann gucken wir mal, was die App uns sagt. Ja? Lassen wir den jetzt mal treiben. Der treibt jetzt ungefähr auf Höhe meiner Montagen. So. Gucken, ob es gleich funktioniert. Ja, super, funktioniert. So, wir werden jetzt ganz schwierig erkennen können. Der ist gerade im Wasser, wie gesagt. Ich habe ihn gerade ausgeworfen. Und was ihr jetzt sehen könnt, ist Folgendes. Ich mache mal kurz hier. So. Wasser von der Linse. Also, was ihr seht, ist eine Gewässertiefe von 3,5 Meter. Wir haben 3,8 Grad Wassertemperatur. Und der Deeper ist jetzt auch ungefähr auf der Höhe. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da müsste er sein, genau. Auf unserer Höhe. Ihr seht hier, wie gesagt, auch die Strukturen, das ist gar nicht schlecht. Also wieder 3,5 Meter haben wir Tiefe, 3,6 Grad Wassertemperatur. Und gerade wenn das am Boot oder sowas befestigt, ist das schon eine ganz schöne Sache. Links seht ihr den Bereich, den ich schon mal abgescannt habe. Da seht ihr, da war ich schon mal hier gewesen. Also die App speichert dort auch automatisch, wo ihr schon mal gewesen wart. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, damit ihr das auch mal gesehen habt. Ne? So. Das dazu. Wenn da mal irgendwie noch speziellere Fragen sein sollten, einfach rein in die Kommentare. Fragt an, wir sind dafür alles offen. Wie ich das schon so gesagt habe, das soll jetzt keine Werbung für irgendwas sein, sondern einfach bloß für euch, wenn ihr vielleicht Bock drauf habt. Ich weiß, es gibt auch noch die Variante mit der Pose und dem Blei, die Gewässer auszuloten. Kann man auch machen. Haben die Menschen damals auch gemacht. Da gab es sowas wie den Deeper nicht. Ja? Aber ja, wenn es so auch geht, kann man es ja mal probieren. Ne? Also wer möchte, bei Fragen einfach melden. Das Beißen der Fische heute ein bisschen verhält, nutze ich die Zeit nochmal, um euch zu zeigen, wie meine Köderfischrute aussieht. So, wie ich anfangs schon erzählt habe, hier mein Anti-Tangle-Boom mit, wie ich es gesagt habe,
60 Gramm Grundblei. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen mehr erst dran gehabt, aber habe das dann wieder geändert auf weniger. Hier mein Wirbel mit Perle, um die Knoten zu schützen. Und hier mein etwa 1 Meter langes Vorfach. Hier ein Rotauge mit Einzelhaken am Kopf. Und das wäre es auch schon gewesen. Ich weiß gar nicht, vielleicht liegt das jetzt auch mit dem Wetter generell zusammen, dass die Fische jetzt sehr beißfaul geworden sind. Also wenn das vergleicht mit dem letzten Mal, wo ich mit Robert hier war, es ist sehr, sehr, sehr identisch. Also wirklich null al dente, gar nichts. Also 0,0. Also am Futter kann es nicht liegen, da habe ich jetzt genug am Platz abgelegt. Köderfischrute ist sowieso generell immer so ein kleines Glücksding, ne? Gibt es Tage, da lebst du Sternstunden, und dann gibt es halt Tage wie diese und die halt leider vermehrt, aber ja gut, das ist halt die Spannung am Köderfischangeln, ne? Wenn es dann halt meist knallt, dann ist es halt oft irgendwas, mit dem man nicht rechnet. Das ist aber auch der Fun-Faktor am Köderfischangeln. Jeder, der es selber macht, wird es kennen. Ja, das tut der Sache, aber alles noch kein Abriss, noch ist es hell. Noch probieren wir die ganze Soße hier. Und ja, wenn man es gehen sollte, ihr werdet sehen. Oder ich gehe dann spätestens. Das werdet ihr auch sehen. Also schön dranbleiben, ja? Ein Satz mit X, das war wohl nix, wie man so schön sagt. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, was ihr heute so gesehen habt. Es ist wahrscheinlich der Jahreszeit zu Schulde, dass es halt nicht mehr so beißt. So hätte ich es jetzt natürlich auch nicht gedacht, aber die Erfahrung haben wir so, das Thema habe ich mit Robert gehabt, haben wir so noch nie gehabt, um die Jahreszeit jetzt noch angeln zu gehen. Von daher, gut, dann sei es vielleicht rum. Dann beißen die Fische jetzt gerade momentan wenig bis gar nicht mehr. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch angeln geht und wenn ja, ob ihr noch was fangt. Man sieht es ja auch bei anderen YouTubern, dass es jetzt wirklich sehr rar momentan läuft. Also von daher habe ich da, Mensch, nervt nicht, keine Kompromisse. Also ganz entspannt. Auf jeden Fall, die Hörner sind für dieses Jahr abgestoßen. Das war für mich und für Robert das letzte Mal, dass ihr uns jetzt seht dieses Jahr. Aber das ist natürlich nicht aufgehoben, ist nicht aufgeschoben. Wir sehen das dann definitiv ganzzeitig nächstes Jahr wieder. Jetzt sind auf jeden Fall die Hörner erstmal abgestoßen, wie ich schon gesagt habe. Wenn jetzt zwei Tage, also ich habe zweimal gesehen, an zwei Tagen angeln war es und es ging absolut gar nicht, 0,0, also nicht mal ein Tupper, dann soll es dann wahrscheinlich so sein, dass es erstmal Pause sein soll. Dann machen wir das halt auch, ist ja kein Problem, ne? Ja, wie ihr seht, es ist wieder dunkel. Heute früh war es dunkel, jetzt ist es wieder dunkel. In dem Sinne will ich das auch gar nicht weiter in die Länge ziehen, weil ich muss nachher das Zeug erstmal trocknen, weil heute hat arg geregnet. Vielleicht lag es auch daran, ich weiß es nicht. Kalt war es auf jeden Fall nicht. Das war auf jeden Fall im Gegensatz zum letzten Mal angenehmer, muss man echt sagen. Von daher hat es sich nochmal gelohnt, trotzdem am Wasser zu sein. Ist ja nicht nur der Fischfang, sondern auch die Natur. Ein bisschen Kopf aus, Welt an, ne? Wisst ihr, wie es ist? Jeder, der angeln geht, weiß, wie es ist, ne? Genau. In dem Sinne, rutscht alle gut rein. Ich wünsche euch einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr. Parallel wünsche ich das euch auch weitergeben von Robert. Soll ich auch ganz lieb grüßen natürlich, ne? Der hat leider nicht dabei war. Grüße gehen an der Stelle nochmal raus, weil er weiß nicht, was ich hier aufgenommen habe. Robert, Kussi. Nein, rutscht alle gut rein. Passt auf eure Finger schon auf. Ich werde das auch machen. Für mich ist der Für mich ist es der schönste Tag im Jahr, weil ich bin knallverrückt, seitdem ich denken kann. Aber es hat jeder so seine Macken, ja. Und von daher, Petri Heil. 2022 ist damit Geschichte, 23 beginnt ein neues Kapitel, wie man so schön sagt. Und was würde Robert jetzt sagen? Bis zum, und ich würde sagen, nächsten Biss. Also, bis nächstes Jahr. Macht's gut!